Willkommen zu Freitalk, heute aus einer ganz besonderen Ecke, nicht aus dem Studio in Berlin. Nein, wir sind auf der Messe in Leipzig und Sie werden es als Aufzeichnung sehen. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich wahnsinnig, mit dir, Hagen, einen Freitalk zu machen. Und das ist ein ganz besonderes Thema heute. Ja, und zwar eingeschränkt auf meine Jugend, auf die junge, auf die frühere DDR. Mhm. Und da habe ich auch mit der Messe seinerzeit ausgemacht, ich zeige alle Baugrößen, die es damals gab in den 50er und 60er Jahren und einfach Zubehör in der unterschiedlichsten Art und Weise. Und das sieht man hier, oder Teile zumindest sieht ja. man hier, andere sieht man dort. Ja. Aber was du hier siehst, ist beispielsweise ein Zug, gut erkennbar, Baureihe 24. Jawohl, mit dem Doppelstockwagen. Mit Doppelstockwagen. Das waren übrigens die Wagen, die ich wochenlang gesucht habe. Und weißt du, wo ich sie gefunden habe? Nee, ich bin dann nochmal in allen, ich habe alles in Koffern drin, so 30 ja. Koffer. Und dann bin ich die Koffer nochmal durchgegangen und da stand irgendwo draußen Bub Güterwagen. Und was war drin? Stadt Ilm, Doppelstockwagen. Ja, das passt doch. Bub Güterwagen, ja, Doppelstockwagen sind drin. Und das Besondere ist, diese Baugröße heißt S. Erzähl mal, Spur S. S, Spur S. Denn diese Größe kommt ursprünglich aus Amerika, späte 30er Jahre. Ja. Maßstab 1:64. Es heißt 64, deswegen S. Und diese Baugröße schwappte dann nach dem Zweiten Weltkrieg in die Bundesrepublik rüber, beziehungsweise die Firma Bub aus Nürnberg hat gedacht, Mensch, kleiner als Spur 0, da probieren wir was. Und dann sind die GIs da, die Besatzungssoldaten, die kaufen das vielleicht auch. Tolle Idee. Die Idee war als solches wirklich gut, aber es hatte zwei Nachteile. Die beiden Gleissysteme waren nicht kompatibel. Und in der Zeit hat die Spur H0 einen Siegeslauf angetreten, der durch S überhaupt nicht beeinträchtigt wurde. Das heißt also, S hat verloren schon relativ früh und die Firma Bub hat die Baugröße zwischen, ich würde sagen, 47 und 57 gebaut und dann hat man im Prinzip verloren, Leide gemacht. Das Interessante ist ja, wenn du sagst, Firma Bub. Das ist ja nicht Bub. Das ist nicht Bub. Das ist Liebmann. Ich war ja noch Okay, du warst noch nicht fertig. Ich war noch nicht fertig, darf ich mal sagen. Gut. Jetzt kommen wir, zur DDR. Ja. Die Firma Bub hat das eingestellt, Ende der 50er und die Firma Stadt Ilm hat mit der Spur S 1957 auf der Leipziger Messe begonnen und hat dann solche Sachen rausgebracht, die schon sehr detailliert sind und sehr einem Modell auch ähneln. Mhm. Aber in der DDR hatte man damals, glaube ich, auch andere Sorgen als die Baugröße S. In der DDR hat auch damals schon die Baugröße H0, die Spur H0 gewonnen. Mhm. Und 1963 hat die Modellbahnfirma Stadt Ilm eine Übernahme hinnehmen müssen von der vom VEB Gelenkwellenwerk Stadt Ilm und damit war die Spur S auch in der DDR Geschichte. Und heute fährt sie hier bei dir heute auf fährt sie bei mir oder bei uns auf unserer Anlage, weil es ein Bestandteil der jungen DDR war. Ja. Und ich habe da vorne auch eine Packung liegen. Soll ich sie holen? Ja, hol sie mal. Hol sie einfach mal her. Und zwar, das ist diese Packung, steht ja auch drauf, Spielzeugeisenbahn Spur S. Und wenn du reinschaust, erstmal so ins Bild. Tolle Packung. Hat schön, ja, hat einfach für die Haptik ist was. Und wenn du da reinguckst, siehst du hier etwas. Das hier war der Antrieb. Ich nehme es mal raus. Ja. Und was war da drin? Eine Batterie. Eine Flachbatterie. Eine Flachbatterie. Ja, also man hat damals auch so die Anfangspackungen ausgestattet, dass du sie mit Batterie und 4,5 Volt fahren konntest. Gute Sache. Gute Sache. So, schön. Ne? Schönes Schätzchen. So, Schätzchen. Legen wir jetzt noch mal die Kamera und dann legen wir es wieder weg. Ja, Hagen, du hast ja noch viel mehr hier rumfahren. Ja, ich habe hier viel. Ja, du hast hier was rumfahren, das finde ich gut. Ja, dann fährt einfach so Zeug rum. Ja. Vieles ist von Pico, wir gehen jetzt mal zur Baugröße H0. Und du siehst hier Schienen liegen, die ja echt aussehen wie Modellgleise. Mhm. Ja? Das war die Firma Ruschka aus Glashütte.
Die hat in den, ich weiß es nicht, ob es die späten 40er waren, auf jeden Fall in den frühen 50er Jahren solche Gleise produziert mit Holzschwellen. Das war Hartholz, ja. Das ist etwas wirklich Großartiges. Und die haben dann auch noch Fahrzeuge gebaut, wie beispielsweise die Baureihe, das ist die Baureihe 91, ja. Das war frühe 60er Jahre. Eine Detaillierung, eine Qualität, die sensationell ist. Du hältst mal in die Kamera. Ich halte mal in die Kamera. Und das sind Dinge, die man heutzutage auch gerne vergisst. Vergisst, was es alles gab, beispielsweise. Alles nicht von Pico, alles von kleinen Firmen. Das hier, die kenne ich. Die das kenn war ich. Dieser Autotransportwagen, ja? Mit EMW. Mit EMW. Nicht jawohl. BMW. Nein. Das war Eisenacher Motor. Da genau, gab so es die Raute. Ja, ja. Die Raute in Weiß und Rot. Ja, ja? Genau. Ja. Und da habe ich solche Sachen habe ich dann gesammelt. Oder hier siehst du ja den Zug fahren. Das ist ein Kranwagen von der Leipziger Firma Dietzel. Mhm. Das sind alles kleine Firmen, die in den 50er und 60er Jahren da tätig waren, die dann halt entweder in irgendein Kombinat aufgenommen wurden oder die dann aus irgendeinem Grund nicht mehr produziert haben. Aber es war eine unheimlich variationsreiche Zeit. Und du hast natürlich auch, wenn du die Wagen anguckst, hast du Wagen von Pico, hast Fahrzeuge. Das ist ein Mitropa-Speisewagen, auch 50er Jahre. Also da hast du relativ viele, das ist noch Bagelit, hast du relativ viele Fahrzeuge, die einfach, hier steht schon das Pico-Logo drauf, die einfach eine Anmutung haben und die einfach schön sind. Ja. Aber ich habe natürlich darüber hinaus auch Dinge, die du häufig nicht mehr mit der jungen DDR in Verbindung bringst. Hier siehst du eine, die sieht ein bisschen holprig aus, eine Hochbahn. Okay. Die wurde in den späten 50er, frühen 60er Jahren gebaut. Ja, nee, das gehört nicht dazu. Ach so. Das haben wir gemacht. Ach so, die Kiste. Aber wenn du die Kiste da... Die hole ich dir. Kannst ruhig weiterreden. Hol dir die Kiste. Ja, ich hole dir die Kiste. Ja. Du kannst weiterreden. Dieser Bau oder diese Hochbahn wurde von einer Firma gebaut. Hier steht man es drauf. Das ist das VEB Elbewerk in Roßlau an der Elbe. Wow. Und hier wurde gesagt, hier steht ja Hochbahn, ja. Baukasten. Das ist ein relativ schwieriges Thema. Das waren die Sachen, die hier stehen, ja, ja. Sind die Reste drin. Und wieso schwierig? Schwierig, weil es war ein Bausatz, der nicht richtig gewachsen ist, sage ich jetzt einfach mal, sondern in der DDR war es wohl so, dass die in den 50er und 60er Jahren Produktionszeiten für Konsum und Spielwaren einrechnen mussten. Und das wurde halt von dieser Metallfirma, wurde halt diese Hochbahn konzipiert, die so schwer zu bauen ist, ja, dass mein Freund Revolutz hat die neulich mal zusammengebaut. Er hat geflucht ohne Ende. Das waren Tage, wo er zusammengebaut hat und die hat er dann geklebt. Man sieht hier, ist überall noch Tesafilm rum. Das kannst du normalerweise als Kind fast nicht bauen. Also ist das praktisch eine Fehlkonstruktion? Das war eine Fehlkonstruktion, aber man hat wahrscheinlich das Soll an Spielzeug für dieses Jahr erfüllt. Erfüllt, aber interessant, schön. Schönes Design, ja. Ja, und du hast hier die Möglichkeit, das wollen wir noch machen, ein Pico-Gleis draufzusetzen und diese kleinen Aufziehwagen, der auch Revolutz mitgebracht, weil damit sich wenigstens etwas bewegt. Ja. Genauso ist ja. es. Ja, ja, also das sind so Dinge und etwas, was mir persönlich am Herzen liegt, muss ich dir auch noch sagen. Ja. 1960 gab es eine Aktion für den ersten Hochseehafen der DDR, Rostock. Ja. Und damals gab es diverse Sorten Margarine. Und da haben wir geklebt. Margarine war eine Wertmarke drauf. Und du konntest dann, da gab es ja Sonja, Marina, Sana, Mole. Er kennt sich aus, das ist ja, unglaublich. Der DDRler. Ja. Und da konntest du dann für jede Wertmarke einen Bestandteil des Rostocker Hafens kaufen. Eine Keimer, nicht kaufen, sondern erwerben. Ja, und ich habe das aber damals nicht gemacht, weil ich dann in die Bundesrepublik übergesiedelt bin. Aber vor einem Dreivierteljahr habe ich im Internet eine Anzeige gesehen, Rostocker Hafen aus Holz.
Dann hat es Klick gemacht, habe ich geguckt und habe es sofort bestellt. Sofort. Du hattest einerseits die Möglichkeit zu steigern, andererseits sofort zu zahlen. Ich habe sofort bezahlt. Und hier, soll ich das mal rüberheben oder hebe ich mal was rüber? Geh du mal los, ich tue die Zuschauer eine Weile weiter unterhalten. Also der Hagen holt jetzt den Rostocker Hafen hierher. Ganz tolle Sache. Und so, das haben wir dann aufgeklebt. Aufgeklebt, also man kann es ein bisschen schräg halten. Ja, die Häuser nicht. Ja, ein bisschen schräg kannst du vielleicht die Häuser. So. Also wir haben, du hast damals... Dann Kaimauern, Schiffe, Kräne, Wagen, Gebäude, Silos hast du bekommen. Ja. Und es war aber wohl so, dass es ganz, ganz wenig komplette Bausätze gab oder beziehungsweise solche Baukästen gab, weil es gab eine Überproduktion an Kaimauern und einen Mangel an Schiffen. Ja? Da haben wir es wieder. Aber ich habe gedacht, ist das komplett? Nee. Nein. Aber weitgehend. Es fehlen hier noch so ein paar Fahnen und noch so ein paar Kleinigkeiten noch. Aber im Großen und Ganzen ist das komplett. Super. Ja? Und das ist toll. Ja. Und da wurde ich dran erinnert, als ich diese Anzeige sah. Und da dachte ich, das muss nach Leipzig auf die Messe. Und dann muss ich das recht dem Frank erklären, ja, weil du ja bestimmte Sachen auch als DDRler nicht kennst. Ich bin ja älter als du. Da haben wir es wieder. So kriegt man es jetzt beigetragen. Aber ich lasse das mal gelten, denn es wird ja wohl stimmen, wenn es Hagen sagt. Jetzt hat er drin noch einen Zettel. Und weißt du, das muss ich dir dann auch noch zeigen. Ja, ja. Das sind die Margarinen gewesen. Das war so ein kleiner Flyer. Ich zeige es mal in die Kamera. Das sind die Margarinen. Das sind die Margarinen. Die Sana kostete 1 Mark, die Marina kostete 75 Pfennig und Sonja war 50 Pfennig. Das war im Prinzip die Margarine zum Braten. Also Hagen, ich muss sagen, ganz toll, was du hier zusammengetragen hast. Es ist ja noch nicht alles, wir können noch ein bisschen schwatzen. Was sehe ich denn, die Gebäude? Das ist so, bei den Gebäuden bin ich ein bisschen weggegangen. Also das sind teilweise auch Produkte aus anderen Zeiten. Ja. Aber die ganzen Holzbahnhöfe oder der Schuppen, das ist alles made in DDR. Beziehungsweise in irgendeiner Firma im Erzgebirge hergestellt. Holen wir doch glatt mal ein Gebäude, wir stellen es auch gleich wieder hin. Ja, du kannst auch, der Waldbach-Bahnhof, das war ein Bahnhof, der im Prinzip in jedem Haushalt in der DDR zu finden war. Ja, da gibt es auch noch einen Bahnsteig dazu, der steht da vorne. Das steht da vorne. Und was ich natürlich auch sehr, Wildbach. Sehr... Wildbach. Wildbach, ja, wunderbar. Was ich natürlich auch noch sehr, sehr schön finde, ist, das haben wir auch, also solche kleinen Häuschen hier. Das ist aber auch typisch Erzgebirge, das oder? Das ist typisch Erzgebirge, das ist Winter. Und die haben alles so eine, weißt du, das ist so einfach gemacht und die haben trotzdem so eine Anmutung. Das ist einfach herrlich und sowas mag ich. Und das habe ich als kleines Kind schon gemocht. Und solche Dinge sind dann natürlich hier auf der Anlage gelandet. Ja? Wir haben da drüben noch eine Straßenbahn, die kannst du nicht herholen. Die Straßenbahn ist die Dresdner Straßenbahn und die wurde in den 50er und 60er Jahren gefertigt. Und da, wo sie fährt, habe ich dann eine, in Anführungszeichen, deutsche Stadt aufgebaut, gefertigt bei der Firma Mentor. Aus dem Harz und die haben diese kleinen farbigen Gebäude gebaut. Ja. Und was sie auch gebaut haben, die haben die sozialistische Stadt gebaut. Beziehungsweise, jetzt kannst du dich nützlich machen. Ich hole mal. Mit was? Ach ja, das kenne ich noch. Hagen, das kenne ich. Wir bauen auf. Ja. Ja, Mentor-Baukasten für Großbauten. Wahnsinn, guckt euch das mal an. Und den habe ich gekauft, aber wir haben ihn noch nicht zusammengebaut, weil ich... Der ist doch original. Der ist original. Weil ich dachte, der Frank hat ja nach der Produktion nichts zu tun. Dann kannst du dieses Gebäude... bauen. Hast sogar die Bauanleitung hier. Ach, guckt euch das mal an, Leute. Das ist ja unglaublich. Grundrisse. 5 verschiedene Sachen kannst du bauen. Sporthalle habe ich gesehen. Du kannst hier, typisch Stalinbaut. Ja. Das ist natürlich aus der Zeit. Stalinallee, Karl-Marx-Allee, alles Mögliche. Ja, die Karl-Marx-Allee ist ja mal Stalinallee. Guckt mal, Leute. Das kann man also draus bauen. Wahnsinn! Ja. Das ist wirklich Wahnsinn. Gut. Und das? Und das?
Und das habe ich, mir vor ein paar Jahren gekauft. Wollte dann mit Revolutz zusammen. Und wir lassen mal die Durchsage, glaube ich, durch. Ja. Ne? So. Ja, also wie gesagt, Revolutz ist ja Architekt. Aber er sagte mir, also ohne Plan, oder beziehungsweise also das für eine Folge von unserem YouTube-Kanal Revolutz und Hegerli, das geht nicht. Da habe ich gesagt, dann nehme ich es mit und vielleicht finden wir auf der Messe in Leipzig jemanden, der es baut. Aber ich sehe dein Gesicht an, du baust es auch nicht. Es ist mir zu zeitaufwendig, aber es ist auch viel zu wertvoll, denke ich mal. Nö, das, irgendeiner wird es schon machen. Ich fasse es nicht. Ja, also ich habe natürlich dem Internet und eBay sei Dank auch immer wieder mal geschaut unter Holzspielzeug, erzgebirgische Holzspielsachen und. Und da sind so Sachen zusammengekommen. Weißt du, eine Sammlung wächst. Du kaufst ja nicht alles innerhalb von einer Woche, sondern du siehst irgendwas und dann machst du so ein Sidekick und sagst, Mensch, Schafherde. Denn wir sehen jetzt hier die Teile von hinten und die ganze Nachbarn von vorne. Kuchenbackform. Ja, diese Schafherde in der Baugröße, das passt zu S. Wunderbar, großartig. Ja. Und dann haben wir noch, diverse Holzfahrzeuge noch in der DDR zu DDR-Zeiten gekauft. Mhm. Als ich in den 70er Jahren meine Oma besucht habe, habe ich dann Sachen gekauft und für das Geld, wir haben ja damals Eintrittsgeld zahlen müssen oder umtauschen müssen. Ja, also 13 D-Mark in DDR-Mark. Ja. Und da habe ich natürlich bei meiner Oma frei gelebt und das habe ich dann auch in Modellbahnen umgesetzt. Also hier fährt auch eine TT-Bahn, das ist die nächste Größe, die ich hier zeige. Eine TT-Bahn, die ich damals gekauft habe, weil meine Oma mich, wie gesagt, verpflegt hatte und ich ja das Geld irgendwie ausgeben musste. Ja. Und H0 gab es damals nicht. Ja, deswegen habe ich das. Ja. Und dann haben wir hier noch auch eine Spur 0. Spur 0 wurde produziert von der Firma Zeuke, die später auch TT gemacht hat, und von der Firma Liebmann, aus der später Stadt Ilm geworden ist. Und da haben wir ein paar Fahrzeuge, die leider das Problem haben, sie sind nicht mehr für den Dauerbetrieb geeignet. Die sind alle um die 60 Jahre alt. Und weißt du, wir sind ja auch nicht mehr für den Dauerbetrieb geeignet. Das war ein guter. Schade, dass wir nicht am Ende sind. Das wäre ein schönes Schlusswort gewesen. Okay. Ja, hast du recht. Ja. Aber mir geht es einfach darum, dass ich den Zuschauern ein bisschen was zeige, was es alles speziell in der jungen DDR gab und wie variationsreich das war, wie viele Spuren. Wie gesagt, Spur 0, Spur S, Spur H0, Spur TT, die Spur N, die ja auch von Pico gebaut wurde später, die habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Ja, und das haben wir dann alles, sagen wir so, auf einer relativ großen Größe laufen. Und hinter uns, das gehört ja auch noch zu. Ja, ein Freund von mir, ein Spur Essler, der Steffen Klaus, der ist ein Fan dieser Baugröße und auch alten DDR-Produkten. Und da fährt die Monorail von Pico, die gab es im Westen auch. Ne? Und dann diese Großblock-Bauweise, Baukästen. Und das haben wir gezeigt. Und hier, Frank, können wir nämlich auch Energie selber gewinnen. Das habe ich schon gesehen. Das ist ein Kurbelgenerator und das ist auch einer. Hier sind zwei Kreise, also hier können wir um die Wette kurbeln. Aber man kann ja mal zeigen, wenn du es drehst, dann setzt sich der Zug in Bewegung. Und der hier auch. Genau so ist es, ja. Die Kamera sieht das gleich. Na, das zeigen wir dann nochmal extra gesondert. So. Das heißt also, wenn die Zeiten schlechter werden, werden wir auf der nächsten Messe nur noch Kurbelgeneratoren haben. Ja. Da kurbeln die Zuschauer. Ja, oder kurbeln die Zuschauer. Ja. Mein lieber Hagen, es ist natürlich jede Menge Holz, was hier ist. Es ist für mich, muss ich sagen, und es wird den Zuschauern sicherlich auch so gehen, den Älteren zumindest, ein schöner Spaziergang durch die Vergangenheit der Eisenbahn. Ich hatte vorhin schon mal mit Wieland Fissmann hier gestanden, wo du noch beschäftigt warst. Und hat gesagt, guck mal, Wieland, wie sich die Eisenbahn im Laufe der Zeit entwickelt hat. Ja. Unglaublich. Ja. Ja. Und weißt du, dieses Hobby hat ja so viele Facetten. Ja? Mhm. Also wir sind analoger, wir sind Spielbahner. Also wir haben zu Hause keine Anlage, wir haben zu Hause Koffer, Kisten, Schachteln. Da kommt das Zeug rein. Und dann wird es wieder geholt. Und dann geht es wieder auf eine Messe. Und dann suchst du wieder. Und dann suche ich wieder. Und dann wird wieder alles zusammengestellt. Ja. Dann sind wir hier wieder, dann wird aufgebaut, dann spielen wir drei Tage.
und dann wird es wieder eingefangen. Was ist denn eigentlich die Resonanz der Leute, die hier auf der Messe an diesen Ständen vorbeikommen? Was sagen die dazu? Bei uns ist, sagen wir mal, die Begeisterung relativ groß, weil wir heben uns von den anderen ab. Also es gibt ja die wunderbaren Anlagen, an die wir niemals rankämen, von der Gestaltung her, vom Landschaftsbau, vom Gebäudebau. Wir sind Spielbahner, ja? Wir sind Spielhansel und wir bleiben auch, unser Stand besteht ja aus drei Leuten, das Revolutz, Trixbahn, Rolf und meine Wenigkeit, und wir sind zusammen 223 Jahre alt. Der Jüngste ist 73, der Älteste 77. Also wir sind Spielbuben, große Buben zugegebenerweise, aber wir spielen. Und für uns ist die Freude an einem Kreis, wo sich ein Zug bewegt, riesengroß. Und wenn du dann so einen kleinen Buben und ein kleines Mädchen hast, die dann großen Augen gucken oder die hier dann stehen und kurbeln, ja, dann hast du eine Freude in dir. Und die Freude hast du dann auch wieder in dir, wenn dann ein, sagen wir, gleichaltriger Partner, Mann oder Frau, dann sagt, ja, das ist doch Rostock, das ist doch der Hafen, ich erinnere mich, das ist doch die Margarine-Geschichte. Und wenn ich solche Reaktionen dann höre, dann freue ich mich. Dann hat sich der Besuch gelohnt und ich weiß, ist zwar anstrengend und abends hast du dann keine Stimme mehr, aber die nächste Messe bin ich wieder mit dabei und sind hier wieder alle mit dabei, weil das einfach etwas ist, die Resonanz der Leute, sie sehen hier etwas, was sie in dieser Zusammenstellung nirgendwo anders sehen. Genau, lieber Hagen, und das ist ja genau der Punkt, den du und den wir alle eigentlich als Modellspielbahner mal so erreichen wollen. Das Interesse an der Bahn geweckt wird. Selbst wenn es mit solchen alten Sachen ist und die Kinder sich freuen und sagen wir mal hier rumjubeln und rumspringen, wir haben es ja gerade auch hier erlebt, dann ist doch eigentlich der Zweck erfüllt. Ja. Ja. Und diese alten Sachen, die brauchen kein Soundmodul, die machen Krach. Die machen selber Krach. Die machen selber Krach. Die machen selber Krach. Ja, ja, lieber Hagen, in dem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für diesen Schnelldurchgang durch die DDR-Geschichte. Hat Gerne. Mich sehr gefreut, mit dir wieder mal zusammen zu quatschen und diese Schätzchen präsentieren zu dürfen. Wann machen wir das nächste Mal was zusammen? Ich glaube, dieses Jahr wird irgendwas anstehen oder sowas. Es gibt mal was, liebe Freunde. Den Tag der Modellbahn freuen sich drauf. Dann ach, lieber Gott, das habe ich jetzt ganz vergessen. Ich habe ihn mit in die Welt gesetzt und dann habe ich jetzt davon, das muss ich mit dir eine Sendung machen. Genau, das machen wir. Machen wir. In dem Wunderbar. Sinne, vielen Dank, liebe Freunde. Vielen Dank für Ihr Interesse, dass Sie dabei waren heute wieder bei meiner Freitalk-Sendung. Und jetzt entlasse ich Sie in das Wochenende. Und mein Wahlspruch ist, bis denn und tschüss. Das ist deiner. Und meiner ist, hoch die Hände, Wochenende, ran an die Modellbahn. Tschüss, Ihr Frank Buttig. Tschüss. So.